Wir schauen jetzt erstmal ein Video. Und zwar, ich habe es selber noch nicht gesehen, Nicola hat es mir empfohlen. Und zwar, es nennt sich das schlechteste Review der Welt, Rage-Analyse. Und ich glaube, es geht auch um No Rest for the Wicked. Was ich ja jetzt gleich spielen will. Und deshalb passt es ganz gut, ist vom lieben Maxim gemacht. Und ich bin gespannt, was er da sagt und worum es da überhaupt geht. Ja, wir schauen mal rein. Heute reden wir ein bisschen über Reviews auf Steam und auch auf Webseiten und ich zeige euch das schlimmste Review, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Als erstes brauchen wir natürlich für ein cooles Video einen krassen Hip-Hop-Beat. Sonst kann man ja aktuell keinen Real Talk machen, also let's go. Das bedeutet, heute schauen wir auf ein Review von jemandem, der absolut keine Ahnung von einem Spiel hat. Und dann gehen wir beispielhaft darauf ein, dass wir unsere Sicht auf Reviews, gerade auf Steam, die so aussehen könnten, ein kleines bisschen abändern. Vorab sei gesagt, ich selber bin ein Mensch, der bei Steam extrem viel Spiele kauft. Das hat was mit meinem Job zu tun, ein bisschen süchtig bin ich auch. Und gerade Indie-Games haben es mir angetan. Die Problematik ist nur, dass man von extrem vielen Spielen overwhelmed wird und nicht jeder unendlich Geld hat. Das bedeutet, ein Kauf will gut gewählt sein. Und jetzt frage ich mal ganz ehrlich in die Runde, wer von euch schaut auf Steam-Reviews? Was denkt ihr, sobald ihr nur ausgeglichen seht? Ich sag's ganz ehrlich, der alte Maxi würde denken, kaufe ich nicht, ist shit. Mhm. Ich guck's mir gar nicht erst an. Das ist ein guter Punkt. Auch wenn man selber weiß, wie shitty teilweise diese Reviews sind und dass sie sich oft nur so um technischen Kram kümmern, also um technische Aspekte drehen, ist es so ein erster Indikator. Du guckst drauf und denkst, oh, größtenteils negativ und denkst dir, okay, irgendeine Scheiße ist das schon. Also sonst würde es nicht hunderte von negativen Sachen gehen. Und das hat bei mir schon dafür gesorgt, dass ich Spiele nicht kaufe oder mich nicht für Spiele interessiere. Ich weiß, es ist dumm, weil es natürlich, weil ich überhaupt nicht weiß, was die Kritikpunkte sind und ob die für mich überhaupt zutreffend sind. Aber man denkt einfach so, naja, 600 Leute, die was Scheiße finden, können nicht irren. Wenn es wirklich geil wäre, dann würde es die ja nicht geben. So tickt man irgendwie. Und diese Meinung möchte ich so ein bisschen ändern. Einerseits möchte ich euch eine Lösung geben und andererseits möchte ich euch in folgendem Review ein Beispiel geben, warum einige Leute einige Spiele einfach gar nicht erst zocken sollen. Beziehungsweise ganz viel an ihrem Leben ändern soll. Ich habe hier Folgendes für euch ausgepackt und zwar 4players.de hat ein Review am 20.04. rausgedonnert über No Rest for the Wicked. No Rest for the Wicked ist erstmal ein Game, worum ich mich absolut verliebt habe. Es ist von Moon Studios, von den Machern von Ori. Es sieht banger aus und es spielt sich ultra geil. Die Problematik ist nun, dass solche Reviews, aber auch die auf Steam dafür sorgen, dass man so etwas sieht. Es ist ausgeglichen. Es ist bad. Es sind sehr, sehr viele schlechte Reviews. Wobei man da auch schon sagen muss, alles, was nicht positiv, also größtenteils positiv oder so ist, also selbst ein ausgeglichen könnte man ja sagen, naja, ist ja ausgeglichen, ist eigentlich nicht so schlecht, aber so funktioniert es nicht. Es ist tatsächlich so, dass ausgeglichen auch schon schlecht ist, muss man ganz klar sagen. Alles, was nicht positiv ist, nimmt man als schlecht eigentlich wahr. Dabei. Und das reicht auf Steam oft aus, um dafür zu sorgen, dass man das Game kacke findet, bevor man es getestet und gespielt hat. Man kann es natürlich nach dem Testen und Spielen auch kacke finden, aber das ist ein anderes Problem, wo wir natürlich auch noch drauf kommen. Schauen wir uns also an, was 4players.de hier sagt. Genau, Fansker, genau wie 50% bei einer Spielwertung. Bei Spieleprozentwertung ist es ja sogar schon, weiß ich nicht, bei 70% oder so. Bei 70% sagt man ja schon so, naja, geht so. Also, und ein 50%-Spiel ist ja kompletter Crap. Die Kurzfassung ist, dass sie dieses Spiel aktuell noch nicht empfehlen können. Es muss sich ganz viel ändern. Und das Schöne ist hier, dass sie sich gedacht haben, hey, ich liste mal ultra viele Punkte auf, die scheiße sind. Ja, die man auf jeden Fall noch ändern muss. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, das meiste davon hat mit dem eigenen Charakter zu tun. Aber einige Dinge sind noch absolut true und diese Ehrlichkeit muss gewahrt werden. Beginnen wir also erstmal damit, dass No Rest for the Wicked mit dem Controller gespielt werden muss. Ja, die Publisher dieses Spiels haben leider den Fehler gemacht und gesagt, die Affen, die mit Maus und Tastatur spielen, sollen das bitte auch zocken können. Und ich verstehe das. Einige Menschen lieben es ganz einfach, mit einem Hammer Schrauben rauszuziehen. Das mögen einige. Aber leider muss man doch dazu sagen, dass es Spiele gibt, die einfach für den Controller gemacht sind. Es ist quasi eine Nettigkeit, Tastatur und Maus anzubieten. Aber es ist irgendwie. Auch das ist für mich absolut kein Kritikpunkt. Wenn ein Spiel so designt ist, also wenn ein Spiel designt ist für den Controller,
dann ist es doch auch, also dann ist es ja auch richtig, es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, Super Mario mit Maus und Tastatur zu spielen. Da würde man ja auch sagen, ja klar, Controller. Also, dass es einfach Spiele gibt, wenn die Spiele eh dafür designt sind, dann verstehe ich überhaupt nicht das Problem, außer dass man halt keinen Controller hat, vielleicht. Aber okay, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Dann kauf dir einen oder hast halt Pech gehabt. Aber dass man generell einen Controller ablehnt, egal welches Spiel es ist oder ob es zum Spiel passt oder nicht, ist ja Irrsinn. Ist doch Quatsch. Also es gibt sicherlich Spiele, wo es beide Varianten gibt und man dann ganz klar sagen kann, ja, da gefällt mir aber die Maus- und Tastatur-Variante besser. Ist bei mir wahrscheinlich in Mehrheit, bei den meisten Fällen auch so. Nehmen wir jetzt mal Diablo oder so. Kannst du mit Controller spielen oder Baldur's Gate kannst du mit Controller spielen, mag ich aber lieber mit Maus und Tastatur. Aber das ist einfach subjektive Geschmackssache. Ich habe auch Diablo auf der Switch und auf der Xbox und auf der PlayStation gespielt und es ging auch mit Joypad super. Aber ich mag es lieber mit Maus und Tastatur. Ego-Shooter mag ich lieber mit Maus und Tastatur. Wenn ich mit Schröckert spreche, der will mit Pad spielen. Der hat in seinem Leben noch nie Maus und Tastatur gespielt, der will mit Pad spielen. Also es gibt sicherlich Spiele, wo beides irgendwie funktioniert und man sich dann entscheiden kann. Aber wenn ein Entwickler sagt, dieses Spiel ist für Controller designed, dann ist das doch kein, wie kann das negativ dann sein? Da kann man ja nicht sagen, ja, schade, dass es keinen Maus-Support gibt. Wenn es doch gar nicht zum Spiel passt. Sagt doch auch bei Mario, bei Zelda, sagt doch keiner, schade, dass es keinen Maus-Support gibt. Also leuchtet mir überhaupt nicht ein, wie man das als Kritikpunkt überhaupt anbringt. Du bist doch Shit, so spielt man das Spiel nicht. Wie gesagt, du kannst eine Suppe auch mit einem Akkuschrauber essen. Das geht irgendwie. Just don't do it, es ist dumm, nimm Löffel. Aber der Punkt ist gar nicht so schlimm. Ist albern, aber nicht schlimm. Der nächste Punkt ist absolut true. Die Wahrheit wurde gesprochen. Die FPS fahren regelmäßig Achterbahn. Hierbei muss man dazu sagen, dass die Designer tatsächlich einen Hotfix nach dem anderen rausbringen. Und ja, bei einigen PCs gab es Probleme. Für mich persönlich war es absolut fein, aber ich bin die Ausnahme, weil ich darf hier super krasse Todesrechner benutzen. Na, hier funktioniert alles smooth as fuck. Der lustigste Kommentar auf Steam war aber No rest for the GPU. Finde ich sehr, sehr witzig und es stimmt. An einigen Stellen droppt man weit unter 60 FPS, aber meine Erfahrung war deutlich positiver. Ja, also auch hier, das ist natürlich auch wieder sehr subjektiv, weil bei PC-Spielen hast du halt immer das Problem, dass es unterschiedlich läuft. Das ist für mich in der Regel auch kein Kritikpunkt. Natürlich habe ich auch den Luxus, eine absolut geile Teufelsmaschine hier zu haben, mit der ich eh dann selten Probleme habe. Aber das ist halt ein PC-Ding. Leute mit schlechterer Grafikkarte oder Hardware werden natürlich häufiger mit technischen Unfeinheiten oder Unsauberkeiten konfrontiert. Das ist nun mal, don't hate the player, hate the game. Oder in dem Fall, don't hate the game. Weil, ja, es ist einfach, es ist nicht machbar dass es für alle auf allen PCs gleichermaßen läuft. Natürlich kann man dann da diskutieren, wenn ein Spiel aber auch auf guter Hardware ruckelt wie Sau. Da ist natürlich Definitionssache, was ist gute Hardware, aber so generell, wo man sagt, okay, also mit so einem PC für x-tausend Euro oder so, da sollte ein Spiel schon auch so programmiert sein, dass es flüssig läuft und da bin ich auch total dabei. Das ist natürlich berechtigte Kritik dann, wenn Entwickler es nicht hinkriegen, ein Spiel technisch sauber anzubieten. Aber auch hier muss ich sagen, dafür ist es halt auch ein Early Access Spiel am ersten Tag. Also das ist mir zu viel Hate. Wenn das irgendwie nach einem halben Jahr immer noch so ist, wo man das Gefühl hat, der Entwickler oder die Entwickler oder der Publisher, die scheißen da drauf, denen ist das egal, wie die Performance ist. Die haben ihre Units verkauft und jetzt nach mir die Sintflut. Okay, dann kann ich die Kritik auch irgendwie verstehen. Aber bei einem Early Access Spiel irgendwie in der ersten Woche rumzuhaten, dass es technische Probleme gibt, finde ich albern. Also, Moon Studios haben, glaube ich, seit Release 6 oder 7 Patches released, die allesamt auf Kritikpunkte eingehen.
und auch Performance-Verbesserungen gemacht haben. Und dann muss man ganz klar sagen, okay, dann rühr das Spiel nicht an, bis es in der 1.0-Version da ist und zock keine Early-Access-Spiele. Mir ist auf jeden Fall bewusst, wenn ich Early-Access spiele oder wenn ich Early-Access-Spiele spiele, dass dann eben noch nicht alles rund läuft. Das kann sich sowohl auf Bugs beziehen, auf technische Aspekte, aber auch auf spielerische Aspekte. Das muss man eben einfach wissen. Und ja, ich finde, da geht es mehr darum, das Potenzial eines Spiels zu bewerten und vielleicht auch bei der Entwicklung total supportive zu sein und zu helfen, das Spiel irgendwie noch besser zu machen. Das soll nicht heißen, dass man keine Kritik äußern kann, wenn wirklich da Murks betrieben wurde. Aber mir wird da mittlerweile zu schnell, gerade bei so Early-Access-Spielen, wird mir da zu sehr mit dem Technikhammer draufgehauen. Weil die Spiele sind vielleicht nach ein paar Patches, sind die technisch super, aber dann ist der Schaden schon getan, weil du hast dann schon tausende von potenziellen Spielern und Spielerinnen hast du abgeschreckt durch deine harsche Kritik, dabei ist die gar nicht mehr relevant. Also muss man aufpassen. Das Ding ist so, dass das alles sehr, sehr, sehr bekannte Fehler waren und bedacht werden muss, dass es der Early Access ist. Selbst Elden Ring habe ich auf der PlayStation gespielt, weil ich wusste, auf PC wird es zacken, and it did. Elden Ring zum Release auf PC gab es etliche FPS-Drops und Riesenprobleme. Weil der Rest aber so sick war, wurde das Ganze ausgeglichen. Und bei No Rest for the Wicked ist genau das Gleiche. Jetzt wird's aber langsam albern. Kommen wir zu den nächsten Punkten. Das Game sieht optisch aus wie Diablo, ist aber ein Dark Souls. Das kann ich natürlich verstehen, wenn du das eine erwartest und das andere bekommst, knifflig. Das Gestörte ist aber die nachfolgende Erklärung. An vielen Rädchen muss also noch gedreht werden. Was für Rädchen? Und es ist nicht möglich, aus Fehlern zu lernen, weil man manchmal die reine Anwesenheit der Fehler zu seinen scheint. Was ist das für ein Review? Was soll das? Was ist das für eine Info? Was ich hier daraus lese, geht gut. Einige Games wollen dir beibringen, wie das Spiel geht. Das heißt, du kannst nicht in 50 Leute rein, wie bei Diablo, wo du null Damage kriegst, gerade am Anfang des Spiels. Und hier aktuell kann man ja nur den ersten Akt spielen. Und naja, wenn die Designer sich entschieden haben, näher an einem Souls-like dran zu sein, kannst du nicht in 50 Gegner rein. Das geht nicht. Ne, du musst dein fucking Gehirn benutzen, du Trottel. In den nächsten Pass. Ah, ich mag, wie Maxim sich aufregt. Aber er hat natürlich recht, weil der Vorwurf, der hier gemacht wird, ist ja irgendwie sinngemäß, es sieht aus wie Diablo, aber es ist ja voll schwer. Also irgendwie so ein Kritikpunkt, dass man das Spielprinzip nicht verstanden hat. Aber auch das ist ja nicht die Schuld des Spiels. Also das ist, außerdem ist das ja gerade die Besonderheit des Spiels, dass man versucht hat, ein Souls-like zu mixen mit klassischer Action-RPG-Perspektive. Das ist ja genau die Essenz des Spiels. Oder? Also kann man natürlich trotzdem sagen, gefällt mir nicht, mag ich nicht, ist nicht mein Geschmack. Aber das ist ja nicht, also man kann ja auch schlecht Diablo spielen und sagen, och, ständig looten und leveln. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Das Spiel ist scheiße. Also das ist ja dann irgendwie, oder bei FIFA, oh nee, Fußball. Schon ein bisschen komisch. Also dem Spiel vorzuwerfen, dass es aussieht wie Diablo, aber sich spielt wie Dark Souls, finde ich merkwürdig. Will man das Ganze jetzt so ein Stück weit erklären, aber leider in Turbolos. Das heißt, erstens ist der Charakter dauerhaft zu langsam. Bruder, ich würde dir empfehlen, die Rolltaste oder die Dash-Taste gedrückt zu halten. Na, ich sprinte hier erstens mit 1000 km/h und das Ganze noch mit einer Mid-Roll. Also ich könnte noch schneller sein. Und die Arenen, in denen du fightest, die sind riesig. 80% der Moves vom Gegner kann ich outrun. Ich muss nicht mal rollen. Na, hier ist genug Platz. Und du bist doch schnell genug. Was ist das für eine blöde Aussage? Ein wirklicher Sprint scheint zu fehlen. Drück die Dash-Taste durch. So, der nächste Punkt ist, jeder Tod schmälert den Zustand eurer Ausrüstung. No Rest for the Wicked hat nämlich bei der Souls-Formel ein bisschen was anders gemacht. Denn wenn du stirbst, verlieren deine Materialien Haltbarkeit. Na, irgendwann brechen die dann quasi auseinander. Ihr müsst euch vorstellen, diese Mechanik haben natürlich erfahrene Spieler nie gemerkt. Es ist sogar im Late-Game ultra nervig, wenn du krasses Gear craften willst. Und du bekommst als Trade Gegenstandshaltbarkeit oder Unzerstörbarkeit.
Das sind sinnlose Trades, weil reparieren kostet 3 Cent. Und wenn du einen Dungeon gemacht hast, kommst du mit, keine Ahnung, 300 Gold raus. Es ist quasi ein Stat, den man tatsächlich rausnehmen müsste. Aber nicht aus den Gründen, weil die ganzen Feeder, weil die ganzen schlechten Spieler, die nicht lernen wollen, noch härter gehandicapt werden. Sondern weil die guten Spieler sich denken, jetzt wurde ich bestraft fürs Verzaubern. Es ist wirklich manchmal wichtig, sich auf das Spiel einzulassen und zu lernen. Diese Mechanik. Also, das ist ja tatsächlich ein Kritikpunkt, der häufig kam bei No Rest for the Wicked. Tatsächlich, ich bin auch nicht der allergrößte Fan von abnutzenden Gegenständen oder Sachen, die brechen können. Allerdings gehört es einfach fundamental zum Spielprinzip hier hinzu, dass hier vielleicht am Balancing noch geschraubt werden muss, wie schnell gehen Sachen kaputt, wie kostenintensiv oder so. Entschuldigung. Ist das Reparieren. Da können wir gerne drüber reden und da wurde ja auch schon mit den Patches einiges gemacht. Und da wurde auch sehr viel auf das Feedback eingegangen. Aber das gehört halt zum Spielprinzip dazu und abgesehen davon hat das Diablo eigentlich auch, dass wenn du stirbst, dass das auf die Durability geht. Sie ist aber auch in Diablo eigentlich vernachlässigbar. Ich habe es ehrlich gesagt bei Diablo auch nie so ganz verstanden, warum es sich so hartnäckig hält, weil meistens ist es einfach nur nervig, weil du musst dann einmal halt noch zum Schmied gehen, einmal auf Repair All und das Thema hat sich erledigt und es kostet eh so wenig, dass es im Budget keinen wirklichen Unterschied macht. Und so ähnlich ist es ehrlich gesagt, so wie ich das, ich habe ja noch nicht so viel No Rest for the Wicked gespielt, aber so habe ich es zumindest vor den ganzen Patches auch wahrgenommen. Ja, es ist nicht mein Lieblingsfeature, sage ich ganz ehrlich, weil ich mich einfach darum nicht so kümmern will. Aber es ist Teil des Spielprinzips. Es macht im Laufe des Spiels eben auch Sinn, wie auch Maxim hier gezeigt hat, dass es eben auch Waffen gibt, die zum Beispiel nicht kaputt gehen oder Waffen, die schneller kaputt gehen als andere. Ja, ist, finde ich, in keinster Weise, in irgendeiner Weise ein Dealbreaker. Ist sinnlos. Die Bestrafung ist doch nicht mal groß, weil du lernst aus deinen Fehlern leider delayed. Bei Dark Souls musst du wenigstens deine Seelen oder deine Erfahrungen oder Gold oder irgendwas einsammeln und musst dich bis zu dem alten Punkt wiederkämpfen. Naja, du musst aus den Fehlern lernen. Hier ist das butterweich gelöst. Das ist was. What the fuck? So, und das Spiel gibt euch nicht mal 2 Sekunden Ruhe. Bruder, gerade in der ersten Gegend und in den Gegenden danach hast du so viel Zeit. Du kannst jeden One-by-One fighten. Das sind Krabben. Und später hast du Gegner, die du aus dem Leben knüppelst, die sehr langsam und sehr predictable sind. Und es macht richtig Spaß, die zu lernen, weil die hohl sind. Und wenn die besseren Gegner später kommen, dann kannst du das Spiel bereits. So, die Kämpfe gestalten sich sehr mühsam und langsam. Hier muss ich sagen, das ist true. Gerade in den Endgame-Dungeons, die nach Kapitel 1 quasi zur Verfügung stehen, da sind die Gegner tough. Ja, das ist auch etwas, was ich bei meinem Let's Play gesagt habe, dass die Kämpfe, zumindest am Anfang, ich weiß nicht, wie es später ist, wenn man andere Waffen und Skills hat, dann kann es natürlich anders sein, aber schon am Anfang, wenn da irgendein Schildträger vor dir steht, dass es so ein bisschen, ja, du schlägst aufs Schild, dann musst du wieder zurück, um dein Stamina aufzuladen und wieder hin und so. Da war meiner Meinung nach auch noch Potenzial zum Balancing. Sehr guter Punkt hier im Chat von All Balls. Er sagt, es gibt keine Ruhe, ist der Vorwurf. Und das ist halt literally der Titel des Games. No Rest for the Wicked. Es ist tatsächlich so. Trotzdem, das Kampfsystem kann vom Balancing, wie gesagt, ich spreche hier noch vor den ganzen Patches. Seitdem ich das Spiel gespielt habe, sind 6 Patches rausgekommen, die viele Sachen verändert haben. Ich kann nicht final dazu sagen, was sich verändert hat und was sich noch verändern wird bis zum Final Release. Aber ich fand auch, dass manche Kämpfe sich ein bisschen zu langsam gespielt haben, gerade gegen so normale Wegwerfgegner, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich weiß, es gibt keine Wegwerfgegner, aber da würde ich mir auch dann wünschen, dass es irgendwie zack, zack geht. Aber das kann ja auch noch kommen, je nachdem, was für ein Equipment und Special Moves man hat und so. Die haben super viel Leben und du brauchst schon ordentliche Builds, um wirklich viel consistent Damage zu machen. Ich habe hier so ein Long-Range-Sperrbild. Das dauert.
Die Gegner haben wirklich arsch viel Leben. Naja, und selbstverständlich muss man auf die Ausdauer und so weiter achten. Der Boy hat hier noch niemals ein Souls-like gespielt. Du kannst nicht einfach in 1000 Gegner rein. Natürlich musst du Ressourcenmanagement betreiben. Das macht ja gerade erst Spaß dadurch. Das ist kein Hack and Slay, das ist Use Your Brain. Und er hat natürlich recht, wenn die Ausdauer weg ist, ist beinahe Schluss. Aber im Vergleich zu anderen Titeln ist hier das Ausdauer-Punishment noch okay. Ich würde bloß nicht kräftige Attacken schillen. Don't do it. Außer ihr habt wirklich ein Monsterschild. Aber du hast so viele Iframes bei der Rolle in diesem Spiel, selbst bei der Mid-Roll, dass du das überhaupt nicht brauchst. Das heißt, die Fights können sehr wohl sehr schnell sein, gerade wenn du ein fokuslastiges oder ein burstlastiges Bild hast. Du musst nur deine Fights ordentlich wählen. So, und der nächste Punkt ist irgendwas mit Performance und fehlende Balance. Hä? Das ist kein Punkt, der ist überhaupt nicht konkret. Es gibt Leute, die stompen sich durch das Game wie Ass durch. Oder wie ich, die länger brauchen, die nicht übelst viel DPS haben, aber sich extrem freuen, weil ihr Bild, also mein Bild, funktioniert und mega viel Spaß macht. Und das Coole ist ja, dass No Rest for the Wicked über 100 Waffen hat. Und jede Waffe, jeder Speer, jedes Schwert hat ein anderes Moveset. Das ist komplett illegal, was die gemacht haben. Tausendmal besser. Es ist komplett illegal, was die gemacht haben. Als Dark Souls, wo ein Speer oft das gleiche Moveset hat wie ein anderer Speer. Hier ist alles anders. Das ist total wild. Und der letzte Punkt ist schwierige, nicht besonders intuitive Menüführung. Das ist das publikste und einfachste Menü, was es gibt. Worüber man sich beschweren kann, ist, dass man 1000 Kisten machen muss und das einlagern muss und weite Wege hat. Ich hätte schon gern, dass alles so wie bei Palworld ist. Oder wenigstens bei Enshrouded mit speziellen Kisten, dass du darauf zugreifen kannst. Das wäre ein Kritikpunkt. Dass man die ganze Zeit hin und her läuft und 5000 verschiedene Ressourcen hat, das verstehe ich. Aber nicht die fucking Menüführung, die ist 0815. Was soll man denn hier falsch machen? So, und das große Problem ist, solche Reviews gibt es auch auf Steam zuhauf. Und ich verstehe natürlich die Grundproblematik, dass Spielejournalisten und Spieletester natürlich unter Zeitdruck sind. Das Game kommt raus, sie müssen möglichst weit spielen und dann irgendwie so schnell wie es geht ein Review rauskacken, weil die Konkurrenz ist ja meistens schneller. Aber Bruder, da kannst du nicht sowas machen. Das geht nicht. Dann lass den Kollegen ran, na, oder sei ehrlich, hey, ich kann's nicht. Es ist schwer. Dann schreib nur, dass es schwer ist. Aber wenn du es nicht beurteilen kannst, geht's nicht. Ich würde euch auch kein Review geben über fucking Pokémon. Hab ich keine Ahnung. Ich hab's auf dem Gameboy das letzte Mal gespielt. Es ist nicht schlimm zu sagen, dass andere mehr Ahnung haben, okay? Das ist nicht schlimm. Aber sowas und die ganzen anderen Kack-Reviews hier, die schrecken eventuell Leute ab, die einen übelsten Fang gemacht hätten. Die sich gedacht hätten, ey, das ist ein Banger-Game. Das ist genau richtig für mich. Und deswegen habe ich hier einen Pro-Tipp. Wenn ihr bei den Steam-Reviews schaut, macht bitte Folgendes. Klickt mal auf die Reviews, auf das größtenteils positive oder was auch immer mal drauf. Und dann könnt ihr ordnen nach Stunden. Ihr könnt also Bewertungen anschauen, das wusste ich auch nicht. Die Leute nach einer Stunde Gameplay hinterlassen haben oder nach 20 oder 30. Und da seht ihr eine Big Difference. Das ist ein Unterschied. Das heißt, wenn Leute das sich mit... Das ist interessant, das wusste ich nicht, dass das geht bei Steam tatsächlich. Und anhand der Stundenzahl wird dann auch nochmal die Reviews auch nochmal anders sozusagen ausgerechnet. Das ist ja sensationell, das wusste ich überhaupt nicht. Das sollte man per Default einstellen können, dass einem sowieso dann nur noch solche Sachen angezeigt werden. Dem Game befasst haben und die Entscheidung getroffen haben, sich darauf einzulassen, dann seht ihr andere Dinge, okay? Ich weiß, es ist schwer und für mich ist es auch so. Wenn ich ein schlechte Reviews sehe, bin ich auch komplett biased. Ich denke dann sofort, nee, das ist scheiße. Aber auch ich muss lernen, reinzugucken, noch mehr zu lesen oder im besten Fall habt ihr jemanden, der Reviews macht, der bei so einer Spielefirma arbeitet und den ihr mögt, wo ihr wisst, wenn das Spiel seinen Geschmack oder ihren Geschmack trifft, dann trifft es auch meinen. Das ist. Wo findet man so jemanden? Wahrscheinlich die beste Methode. Für Steam ist aber das hier eine gute Lösung. Es passiert leider immer häufiger. Und man muss auch dazu sagen, dass auch immer häufiger Shit released wird. Na, also eure Skepsis ist total gut genährt. Na, aber das konnte ich nicht stehen lassen. So, da tilt ich aus dem Läden, wenn ich... Ich raste aus. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Nicht jedem Steam-Review kann man natürlich trauen. Und ich verstehe auch, dass man nach 2 Stunden Testen das Game noch zurückgehen kann. Aber bitte, wenn euch das gefällt, dann sagt mir wenigstens ehrlich, wie es ist und warum. Na, und sagt doch gern, ich bin Shit, ist nichts für mich.
Tschüss. Moin Leute. Ich bin shit, ist nichts für mich. Das ist ein schönes Schlusswort. Tolles Video von Maxim. Ich stimme da eigentlich zu 100% zu. Und hab jetzt richtig Bock auf No Rest for the Wicked.